Erfreulicherweise spielte das Wetter mit und so folgten so viele Besucher wie schon lange nicht dem Aufruf zum Tierheimfest in Quedlinburg. Pünktlich zu Ferienbeginn genossen am Samstag, dem 11. Juli, auch viele Familien einige Stunden in der Gegenwart von Katz, Hund und unter anderem auch Frettchen. Die frechen Frettchen haben immer noch jede Menge Verhaltensweisen ihrer wilden Vorfahren. Sie lieben die Bewegung und toben, wenn man sie lässt, den ganzen Tag durch die Wohnung. Fast genauso wichtig ist aber auch das Schlafen. Ein kleines Nickerchen zwischendurch schätzen die Tiere sehr. Am liebsten schlafen sie an wechselnden Orten. Neben den Hauptakteurinnen, den Tieren, boten auch unterschiedliche Stände Zeitvertreib. So erfrischte man sich mit leckerem Eis und schlenderte entlang der vielseitigen kleinen Angebote, dessen Einnahmen zum Teil auch an das Tierheim selbst gespendet wurden. Jedes Jahr aufs Neue organisieren die Verantwortlichen mit fleißiger Unterstützung von Helfern und Sponsoren das Tierheimfest. Auch mit dem Ziel, den Besuchern ein Gefühl für das Verhalten mit Tieren zu geben. Der Umgang ist besonders entscheidend. Und manch einer entscheidet sich vielleicht nach reiflicher Überlegung, sich ein Haustier zuzulegen. In diesem Fall würden sich einige dieser Rabauken darüber freuen. Gerade ältere und kranke Tiere werden oft auch vorsätzlich ausgesetzt, weil die Besitzer nicht bereit sind, die Tierarztkosten für das einst geliebte Tier zu zahlen. Und dann landet es hier im Tierheim und wird dort versorgt und tierärztlich betreut. Doch in Zeiten der Wirtschaftskrise wird es immer schwieriger, Spender und Sponsoren zu finden, die bereit sind, das Tierheim finanziell oder materiell zu unterstützen. Dabei nimmt die Zahl der aufzunehmenden Tiere nicht ab, sondern stetig zu. Deshalb blenden wir zum Abschluss die Daten für die Spendenkonten des Tierheims Quedlinburg ein. Die Spenden sind steuerlich absetzbar und deren Gemeinnützigkeit anerkannt. Mit dem Tierheimfest und anderen Veranstaltungen macht das Tierheim immer wieder auf Probleme aufmerksam, die sich im Zusammenhang mit der Haltung und dem Wesen von Tieren auseinandersetzen. Ein Grund, warum auch in Zukunft weiterhin Feste wie diese auch das Bewusstsein der Menschen erreichen sollen.